Liebe Freunde, es ist Samstagmorgen. Ich bin dieses Mal ein bisschen spät mit dem Weekly, weil war viel los, so wie immer. Vor allem gestern. Hier gerade mal das Showbecken von den Discos und von den Altum ein bisschen unter Seemandelbaumblatt gesetzt. Aber beste Färbung, beste Wirkung kriegt man durch Seemandelbaumblätter, durch nichts anderes zu ersetzen, würde ich mal sagen. Da braucht man viel, aber viel hilft auch viel, kennt man ja. Also, wir hatten gestern kleine Lieferung, hat wie gesagt aufgrund dessen, dass viel los war gestern, nicht zu dem kleinen Mini-Unboxing-Video gereicht, aber ich zeige euch auf jeden Fall die Tiere, die gekommen sind, und wir sind pflanzentechnisch hier auch wieder absolut frisch und voll im Bestand, auch im Online-Shop. Wir haben bekommen eine Rarität, den afrikanischen Schlammfisch. Also ihr seht ja schon, wie der aussieht, absoluter Knaller. So ein lila, dunkellila Körper, einen roten Kopf, eine ganz tolle Körperform. Haben wir 5 Tiere bekommen. Finde ich ultra interessant. Sind auch von den Wasserwerten echt, also haben ein großes Spektrum, vertragen viel, auch höhere Temperaturen. Richtig tolle Tiere, hatte ich so bislang noch gar nicht auf dem Schirm. Also ganz was Tolles, steht heute ein Fotoshooting an. Dann das nächste Interessante. Wir haben verschiedene Arten von Hechtlingen bekommen, beziehungsweise auch Halbschneblern. Ganz tolle, interessante Tiere. Wir haben nicht mal Shit gemacht und sie stehen die ganze Zeit zwischen den Schwimmpflanzen. Ha, muss ich mal gucken, ob ich da... Oh, da kommen sie. Da kommen sie, da kommen sie. Haben so ein ähnliches Farbmuster wie die Eidechsensalmen, muss ich sagen, also im Nachbarbecken, wie die Iguanodectis, gerade so rote, bisschen leicht grünliche Streifen, aber sind echt mega Tiere, gefallen mir super gut. Oh ja, guten Morgen, Ken. Kommen nächste Woche in den Shop, sind jetzt gerade noch in der Eingewöhnung, finde ich mega toll. Ein Liebling von vielen, der Riesenbeibauchsalmler. Auch schon in einer schönen Größe, würde man so sagen, 6-7 cm. Der große Südamerika-Becken, bestens geeignet. Nicht zu klein, schöne Größe, schönes Muster. Habe ich immer gerne meinen großen Becken mitgepflegt. Auch wieder da. Aufgestockt vom Züchter aus unserer Region, die Orange Laser. Wieder schöne Menge da, auch schöne große Tiere. Super Kontrast, Barteln, alles top. Sind jetzt auch wieder eine größere Menge im Shop jetzt. Vor allem denkt dran, die Sachen, die ihr jetzt seht und die auch schon im Shop sind, wir haben noch Black Friday, also beziehungsweise jetzt Black Weekend, es ist Samstag. Aber wir geben euch von Freitag bis Sonntag, 23.59 Uhr, 15% auf alle Zierfische im Online-Shop. Einfach den Gutscheincode Black Friday zusammengeschrieben eingeben im Warenkorb und ihr bekommt die 15% Rabatt auf Zierfische. Nur noch dieses Wochenende. Also wenn ihr das Interessante seht, dann schlagt jetzt zu, könnt ihr ein bisschen was sparen. Ausgenommen natürlich die Fische, die schon im Angebot sind. Einer unserer Dauerbrenner, auch wieder da, der blaue Peru-Salmler. Ultra beliebter Fisch bei uns im Laden, ist eigentlich, wenn er kommt, immer nach 1-2 Wochen wieder direkt ausverkauft. Hatten wir jetzt eine Weile nicht mehr, jetzt haben wir sie wieder. Man sieht hier diesen schönen blau-lila schimmernde Schwanzflosse. Wunderbarer Salmler, blauer Peru-Salmler. Ist also ein Salmler zu einem schmalen Kurs, der sich in dunklen Becken, also mit dunkler Rückwand zum Beispiel, mit dunklen Kontrasten und das Becken gut ausgeleuchtet, super macht. Ganz große Menge derzeit vorhanden, der grüne Zwergwerbling, man nennt ihn auch oftmals den grünen Neon, und zwar der Kubotai. Schönes, sattes Grün. Tolle, wuselige, kleine Tiere. Also wenn ihr die mal gesucht habt, haben wir jetzt wieder in guten Mengen. Auch wieder was nicht Alltägliches, der rückenschwimmende Kongo-Wels. Und da kommen sie wieder. So, hier, der Kollege zeigt uns, wie es genau geht, der rückenschwimmende Kongo-Wels. Liebhaberfisch, aber durchaus interessant, muss man sagen. So, auch hier haben wir wieder Hechtlinge, eine andere Art, wieder ultra interessante spitze Form.
Also wer sowas Spezielles schon immer mal gesucht hat, wie gesagt, jetzt haben wir zwei Arten von denen, die kommen in den Shop. Vielleicht heute noch, wenn wir Glück haben, uns reicht zum Einpflegen, ansonsten spätestens am Dienstag. Hier stehen sie auch wieder ganz stark zwischen den Schwimmpflanzen hier, ganz toll, sieht man es, da oben. Zwischen Froschbiss und Muschelblumen. Da stehen sie gerne. Vielleicht ein Klassiker, für den einen oder anderen auch nicht, die Netzschmerle. Ich finde die ultra toll, weil sie ein super schönes weiß-schwarzes Muster hat. Ich sehe die eigentlich an für sich relativ selten, obwohl sie, glaube ich, nicht zu den extremen Besonderheiten gehört. Finde sie aber aufgrund ihrer Farbe ultra interessant und sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich mir die jetzt mal reinbestellt und ich hoffe, sie findet bei euch genauso einen Anklang. Sind halt gerade total quirlig, vor allem jetzt am Morgen, ja, die warten auch auf Futter hier. Aber natürlich farblich sind die echt wunderschön, vor allem auf einem bisschen dunkleren Boden, auch mit den Säulen, also richtig. Ja, die werden dann richtig schön, wenn es Licht eine Weile läuft, richtig schön weiß, schwarz, fast schon wie eigentlich eine 46. Also gefällt mir richtig gut. Na und wenn wir gerade schon dabei sind, The Dance of the Ziersammler, ja, hier zwei Männchen, die mal zeigen, wie es läuft. Wenn man die Chance schon hat, das zu filmen, warum nicht? Finde ich immer wunderschön anzuschauen. Wer ist der schönste Hahn im Stall? Ich oder du? Du oder ich? Da wird aneinander gerieben und geribbelt. Zwar nicht, bis die Schuppen fliegen, zum Glück. Aber interessant zum Beobachten. So, des Weiteren haben wir wieder einen schönen Bestand an Mutterpflanzen. Richtig schöne hohe Echinoderms, Farne und Anubien. Und hier sind wir auch wieder gut aufgestellt. Und da ruhig mal im Shop stöbern, vielleicht findet ihr ja was Passendes für euch. Ansonsten, was war sonst noch diese Woche los? Ja, an für sich viel im Laden. Und das Oasebecken wächst extrem gut. Da habe ich mich auch ein bisschen drum gekümmert, beziehungsweise muss jetzt auch wieder. Vom Wuchs her bin ich jetzt langsam in der Richtung, wo ich hin will. Hier rechts gefällt mir mittlerweile ganz gut, so wie es einwächst. Die Rotala hier kommt jetzt oben schön rot hoch, das gefällt mir auch gut. Nur hier unten wächst sie wieder über mein Monte Carlo. Kriege ich drüber, das gefällt mir noch nicht, das muss ich wieder rückschneiden. Und die Alternatera Reinecki Mini hier und vor allem hier kommt mir zu hoch. Und sie wird unten kahl. Das heißt, ich muss sie rapide runterschneiden, damit sie wieder unten buschig wird. Die Bonsai kommt jetzt auch sehr schön verbreitet. Hier hinten kommt es auch langsam. Also bis auf 1, 2, 3 kleine Schnitte noch bin ich jetzt mittlerweile recht zufrieden damit. Das war es im Großen und Ganzen auch schon für diesen Fischtopia Weekly. War ein bisschen knapp, war ein bisschen kurz. Ich wollte euch jetzt einfach mal kurz ein bisschen noch das Becken zeigen von Oase und bei den Zierfischen, was jetzt gestern gekommen ist. Es war nicht viel, aber es waren zwei, drei kleine Spezialitäten, würde ich mal sagen. Nächste Woche bekommen wir auf 2 Tage Lieferungen. Da hoffe ich, dass ich auch wieder im Unboxing dann ein bisschen filmen kann von der Zeit. Ansonsten macht's gut. Freut euch an den Tieren, stöbert mal bei uns im Shop. Wie gesagt, jetzt gibt es noch den Rabattcode dieses Wochenende mit den 15%. Ansonsten sehen wir uns in einer Woche wieder.